Lifepunk ist heute wieder unterwegs und ich treffe einen Mann, da reichen wieder die ganzen Finger an der Hand nicht auf, wenn ich das jetzt alles aufzähle, was er macht. Produzent, Komponist, Texter, Musicalmacher, Musicaldarsteller, Frontmann bei den Prinzen, ihr kennt ihn von den Herzbuben. Habe ich noch irgendwas vergessen, Tobias? Arme und die Kids hast du vergessen. Arme und die Kids habe ich vergessen. Und Schlagzeuger hast du auch Schlagzeuger, gesagt, das Wichtigste eigentlich. Darüber reden wir gleich. Ich freue mich total, dich wiederzutreffen. Nach langer, langer Zeit, weil du wirst dich nicht erinnern, wir beide haben auch mal vor 100 Jahren in einem kleinen Studiokeller von Sachsen Radio, da gab es auch den MDR noch nicht, am ersten Selbstfahrerstudio beide eine Sendung gemacht. Natürlich. 1991. Selbstverständlich erinnere ich mich. So. Highlight meiner Karriere. Highlight deiner Karriere. Danach ging es bergauf. Und dann kam Gabi und Klaus bei euch, bei den Prinzen, ein Song, da war ich dann das erste Mal richtig schockverliebt und habe das dann immer rauf und runter gehört. Gab es da mal eine Zeit, wo du gedacht hast, oh ja, Radio mache ich nebenbei noch? War das eine Option für dich? Ist nach wie vor eine Option. Also okay. Ich träume nach wie vor von einer eigenen Radiosendung. Gut, eine eigene Radioshow. Wäre, können wir noch gebrauchen. Ja, würde ich gerne mal machen. Und weil ja Zeit Geld ist, kommen wir gleich zur Sache. Wer hat dir irgendwann diesen Spitznamen verpasst? Sackwalze. Ich sage, das waren meine Geschwister. Ich war als Kind war ich immer sehr hartnäckig. Wenn ich irgendwas wollte, also auch so Kleinigkeiten, wir singen jetzt alle mal ein Lied, 3, 4, dann habe ich angefangen zu singen und so lange gesungen, bis sie alle mitgesungen haben, damit sie ihre Ruhe haben. Also ich bin da, ja, ich war als Sackwalze bekannt, also das hat sich bis heute durchgezogen. Wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, kämpfe ich so lange, bis es dann irgendwie stattfindet und in seltensten Fällen gebe ich dann auf. Aber eigentlich habe ich bisher immer alles durchgezogen. Das ist ja eine gute Eigenschaft, gerade in der heutigen Zeit. Mhm. Das war dann quasi Gott gegeben, so warst du schon immer. Ja, das hängt auch ein bisschen, es sind auch so die Gene. Mein Vater war auch so sehr begeisterungsfähig, beziehungsweise er konnte Begeisterung vermitteln. Er hat also Leuten Talent hatten, hat er mitgeteilt, dass sie Weltstars werden. Und den hat er da richtig Motivation gegeben und hat die da zu Leistungen beflügelt, zu denen sie wahrscheinlich alleine nicht fähig gewesen wären. Und das hat sich wahrscheinlich so ein bisschen durchgesetzt. Und ich denke auch mal, man kann alles schaffen, muss sich allerdings immer bewusst sein, dass man es nicht alleine schafft. Also Annette Humpe, unsere Produzentin, die hat mal einen sehr, sehr wichtigen Satz zu mir gesagt. Die hat gesagt, du musst immer ganz genau wissen, was du nicht kannst. Mhm. Und dazu brauchst du dann Leute. Also ich sitze jetzt zwar hier und schwadroniere und erzähle, was ich alles Tolles gemacht habe, aber ganz alleine hätte ich das alles nicht hingekriegt. Also da gibt es immer Leute, mit denen ich zusammenarbeite und die ganz wichtig sind und ohne die das alles nicht hätte stattfinden können. Aber du musst natürlich in der Lage sein, die Leute zu organisieren und zusammenzubringen und das denen dann auch so lange in den Hintern zu treten, bis es dann auch funktioniert. Wissen muss man nichts, können kann man vieles, doch was wollen wir eigentlich? Keiner muss ein Schwein sein, denk nicht an dich allein. Wenn das der Fall ist, dann sag ich, dürfen darf man alles, alles, alles. Was hast du denn noch von deinem Vater gelernt, Harry, Mr. Swing, Harry Künzel? Auch da gibt es so Sprüche, die ziehen sich halt durch. Und er war, wie gesagt, hartnäckig und hatte einen sehr starken Willen und eine sehr hohe Musikalität. Hoffe ich, dass ich davon ein bisschen was mitgekriegt habe. Also auch so Dinge durchziehen, ne? Hast ja. du mal gesagt, das ja. ist auch so eine tolle Eigenschaft, wo ich immer das Gefühl habe, das geht so ein bisschen verloren in der heutigen Zeit, wo es auch viel um Oberflächlichkeiten geht. Wie ging es denn dann weiter? Also du kommst aus diesem musikalischen Haushalt, dein Bruder macht auch Musik. Mein Bruder hat schon lange vor mir Musik gemacht. Also ist er mein älter? Bruder war eigentlich so mein Vorbild. Ich bin dann immer, wenn er mit seinen Bands so in den 70er Jahren durch die Säle gezogen ist, dann, wenn es möglich war, bin ich mal mitgefahren und habe den da bewundert und habe die alle bewundert und wollte dann, das war mein absoluter Traum, einmal da mit auf der Bühne zu stehen und zu trommeln. Das durfte ich dann ab und zu mal so als 14-, 15-Jähriger. Also es gab praktisch nie eine andere Option eigentlich in deinem Leben, ne? Als nee. Musik machen. Nee, du bist Musik. Auch so einer, der das immer schon wollte. Ich hatte auch keine Option. Nee. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich groß anders machen sollte. Also wie gesagt, ich würde gerne mal eine Radiosendung moderieren. Das haben wir jetzt gesetzt, oder, das Thema. Oder ja, die Schauspielerei hat mich auch mal interessiert, aber ich habe einen Heidenrespekt vor dem Beruf des Schauspielers, also vor dem Handwerk. Das ist nämlich nicht so einfach gemacht, wie es aussieht. Mhm.
Bühne ist nicht gleich Bühne. Also wenn ich auf die Bühne gehe und Mann im Mond singe oder Alles nur geklaut, bin ich ja ich. Aber da eine Rolle zu spielen, ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und das wären so Optionen, was ich mir vorstellen könnte. Aber im Prinzip hat am Ende immer alles mit Musik zu tun. Wenn du den Tobias mal von damals, der da angefangen hat, neben den heutigen stellst und auf beide so mal so drauf guckst mit diesen, na gut, 3 Jahrzehnten, reichlich 3, na, länger eigentlich, ne? Was hat sich denn da verändert? Also was der kleine Tobias jetzt dem heutigen sagen würde, der kleine Tobias würde sagen, Mensch, du hast aber zugenommen. Gnadenlos ehrlich heute. Und so vom Typ her, was hat sich durch deine Karriere, wie hast du dich verändert? Was würdest du sagen? Oder das Wichtigste vielleicht, was du so gelernt hast auch in den Jahren für dich? Also ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht sogar vermessen, aber ich glaube, der kleine Tobias würde zum Großen sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass du das wirklich mal so durchziehst. Okay, obwohl der Kleine ja schon immer diese Vision hatte, ne? Ja, aber dass du wirklich mal alles, dass du es durchziehst, doch, ich hätte es ja durchgezogen, aber dass das alles funktioniert. Dann sagen wir mal so, der kleine Tobias würde zum Großen sagen, dass das wirklich alles so funktioniert, wie wir uns das damals gedacht haben, hätte ich nicht gedacht, aber schön. Was gehört denn da dazu, dass man auch gerade als Künstler und als Kreativer und wenn du produzierst und Texte machst und du brauchst ja immer wieder eine schöne neue Idee, was auch zu dir passt, dass man da lange erfolgreich bleibt und auch zufrieden in dem, was man da macht. Du hast es gerade schon gesagt, die schöne neue Idee ist eigentlich entscheidend. Und die ist auch unbezahlbar. Gute Ideen sind das Gut, was mich im Prinzip nach vorn treibt. Also du brauchst immer eine Idee und dann musst du die Möglichkeit haben, das umzusetzen. Und auch, ja genau, du musst auch einschätzen, inwieweit das umsetzbar ist von mir selbst, beziehungsweise wo dann Hilfe benötigt wird. Wo kommt denn das her bei dir? Hast du da so Rituale oder gehörst du so gottschalkmäßig zu denen, die sagt, ich habe da keine Angst, mir fällt schon immer irgendwie was Neues ein. Ich komme da nicht in so ein Loch. Eine Angst habe ich schon, dass mir nichts mehr einfällt. Das gehört auch dazu, aber die Angst ist meistens sehr kurz. Und ich arbeite auch auf Druck ganz gut. Also wenn ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und jeden Tag, ich muss heute noch mein Lied schreiben, das finde ich Schwachsinn, finde ich Quatsch. Wenn ein neues Album anliegt, wo Songs gebraucht werden, dann setze ich mich hin und dann schreibe ich dann fließbandmäßig ganz viele neue Lieder und habe dann auch einen Plan im Kopf, wie das dann klingen soll oder wie es dann auszusehen hat. Oder wenn ein neues Musical anliegt oder so, dann habe ich dann den Film. Aber ich würde jetzt nicht einfach ohne Plan oder ohne Grund mich irgendwie ohne hinsetzen Termin. Und aus ohne Termin und ohne Grund mich irgendwie hinsetzen und da irgendwas sinnlos auf die Beine stellen und dann in die Schublade legen. Nee, da bin ich nicht der Typ dafür. Das müssen irgendwie ein Plan muss schon irgendwie im Hinterkopf dabei sein. Gab es denn mal in den ganzen Jahren, Jahrzehnten so einen Punkt, also musst ja jetzt nicht irgendwas Heftiges erzählen, aber so einen Punkt, wo du sagst... Aber das Heftiges wäre schon lieb. Ne? Wäre total das lieb, ne? Klar. Also ich tease es hier so an. wo du fast mal in den Sack gehauen hättest, wo du aufgegeben hättest, sei es mit dem Prinzen oder sei es für dich selber mit der Kreativität, wo du mal wirklich in so einer Krise gesteckt hast. Und kannst du uns dann sagen, wie du da vielleicht, was in solchen Sachen auch hilft in solchen Zeiten? Na klar, gibt es immer so Punkte, wo du sagst, das ist scheiße und macht keinen Spaß mehr und will ich nicht mehr und brauche ich eigentlich nicht. Und was ich auch sagen muss für mich, das ist das alles endlich. Ich möchte irgendwann mal in Würde abtreten. Und nicht bis zum Umfallen oder bis zum gar auf der Bühne sterben da das durchziehen, sondern ich möchte an einem Punkt aufhören, wo sozusagen die Legende weiterlebt und ich dann stolz auf das zurückblicken kann, was ich gemacht habe und dann genau justieren, wo ich mich dann nochmal blicken lasse oder wo ich nochmal aktiv werde. Aber ich werde nicht bis an mein Lebensende mit den Prinzen auf der Bühne stehen und den Mann im Mond singen. Wenn ich, solange es in der Originaltonart noch geht, was im Moment der Fall ist, mache ich das. Und solange ich mich auch noch frei bewegen kann, alles super. Aber ich bin mir schon darüber bewusst, dass das kein Mensch ewig lebt und dass man auch nicht ewig jung bleibt. Du weißt ja, es gibt ja so Howard Carpendale und Leute, die das immer wieder dann angesagt haben und dann sind sie trotzdem zurückgekommen, wieder Comeback auf die Bühne. Diversi, ja, genau, ja. Immer wieder ein Comeback. Also es ist ja scheinbar auch schwer, dann loszulassen, ne? Ach, das ist ein ganz eigenartiger. Ein okay. Ganz, nicht eigenartiger, nee, ein ganz einzigartiger Typ, nicht eigenartig. Nee, aber mit dem verstehe ich mich auch super, der freut sich auch immer. Ja, aber ich meine, dass man sich das vornimmt und dann es versucht und dann zieht einem doch wieder was zurück. Das wird bestimmt auch vorgegeben oder geraten. Uns ist ja auch schon öfter mal geraten worden, mach doch jetzt mal, hör doch mal auf jetzt mit den Prinzen und dann gibt es dann halt wieder ein Comeback und sowas. Und dann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir machen so lange weiter. Es gibt keinen Grund für uns aufzuhören. So. Ich höre dann auf, wenn es einen Grund gibt. Und bei Howard ist das halt so eine
Marketing, so eine Strategie und so ein Schachzug. Hello again. Ja, hello again, das passt ja auch. Ja. Und das, ich weiß, das würde bei uns, glaube ich, gar nicht passen. Also Howard Carpenter ist sowieso, hat mal einen Spitzenspruch gemacht bei einer Talkshow. Hat gesagt, weißt du, wenn du fremd gehst, das sollst du zu Hause nicht erzählen, weil das kommt nicht so gut an. Du hast auch mal mit Heinz-Rudolf Kunze hast du mal eine Tour zusammen gemacht und sehr eng zusammengearbeitet, den du auch persönlich sehr, sehr schätzt. Der war ja auch schon in dieser Reihe dabei. Und der hat uns dann anvertraut, dass er trotz dieser ganzen Karriere in all den Jahrzehnten aber immer gegen seine Angst, gegen Lampenfieber ankämpfen musste. Er sagt, er ist so ein Angstprofi, der dann trotzdem irgendwie immer schafft, drüber wegzugehen. Und dass er total lernen musste, zum Beispiel auch sich mal bei Projekten von Freunden und Leuten, mit denen man sich gut versteht, auch zu trennen, wenn es für dieses Projekt nicht gut ist. Und dass er das aber alles erst lernen musste. Und von dir habe ich mal gelesen, dass man sich auch ein Fell wachsen lassen muss, um einfach sein Ding zu machen, nicht drauf zu hören, wenn andere Sachen nicht gut finden. War das was du auch erst entwickeln musstest oder warst du da schon immer so selbstbewusst, so wie man dich wahrgenommen hat, so in deinem Auftreten? Na, der Vergleich mit Heinz ist wirklich sehr interessant, weil er ist wirklich total anders. Also dass er Angst und Lampenfieber hat, ist mir auch aufgefallen. Ich gehe gerne auf die Bühne. Das war schon immer so? Ja, ich habe das immer, also vielleicht als Kind mal, wenn ich so einen Musikschulauftritt mit der Klarinette hatte, wo ich mich unsicher gefühlt habe, das war nicht so mein Zuhause. Aber jetzt ist es so, dass ich wirklich mich drauf freue. Die Bühne ist mein Wohnzimmer und da bin ich wesentlich sicherer als jetzt, wenn ich irgendwo ein Bild aufhängen soll. Okay, das ist kein guter Handwerker, das klären wir dann auch gleich noch. Das ist aber auf der Bühne bin ich irgendwie sicher und zu Hause und das ist irgendwie, macht mir Freude. Deswegen bin ich irgendwann mal angetreten, weil ich auf der Bühne stehen wollte. Ja. Und mit dem dicken Fell, was ich vorhin schon sagte, also es ist immer wichtig zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind, wo man Hilfe braucht und dann muss man auch gucken, wer wofür geeignet ist. Und das ist natürlich dann auch mal, wenn ich jetzt 4 Gitarristen kenne, kann es dann schon mal passieren, dass ich dann für eine Studioproduktion einen anderen Gitarristen anfrage als der es gerne gemacht hätte. Und dann kommt auch mal eine Bemerkung, ja, das hätte ich ja auch spielen können. Dann sage ich, ja, aber in dem Fall fand ich das besser, aber du bist dann bei einem anderen Projekt wieder in der Pipeline. Und deswegen muss man da manchmal auch eine gewisse Klarheit. Einfach eine Klarheit muss man da einfach auch entwickeln. Ja, aber das hat ja nichts mit unfreundlich zu tun oder mit sich arschig zu verhalten, sondern das geht halt immer dem Projekt geschuldet. Ja. Und wer darf dir raten, wenn du so deine Sachen aussuchst oder wenn du mal selber unklar bist, ob du irgendwas machst? Wer ist so dein vertraute Person, mit denen du das besprichst? Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also ich gucke dann schon, wer ist kompetent in dem Bereich und wem vertraue ich da? Wenn jetzt ein Theaterschauspieler kommt und mir nach dem Rockkonzert erzählt, wie das Rockkonzert eigentlich hätte aussehen müssen, sage ich das nett, vielen Dank für den Hinweis und habe aber im Hinterkopf, das ist aber jetzt kein Theaterstück, was wir gemacht haben, sondern ist ein Konzert. Und umgekehrt ist es so, wenn jetzt ein Musical von mir auf der Bühne ist und dann geht ein Musiker hin und sagt, naja, ein bisschen lauter sein können, dann sage ich, nee, es ist kein Konzert, sondern es ist ein Theaterstück und die Leute sollen die Texte verstehen und da geht es nicht darum, dass da besonders lange Gitarrensoli gespielt werden. Also man muss dann schon gucken, wer für mich passt für das genau, Thema. Wer eine gewisse Kompetenz mitbringt. Und sag mal, in den bombastischen Jahren mit dem Prinzen, wo das so losging, gab es da auch mal bei dir so eine Gefahr abzuheben? Nee, ich war total bescheiden, aber ich habe da wirklich... Ach, ich bin morgens aufgewacht, war dankbar und habe Blümchen gepflückt. Nee, klar. Also das ist normal. Wir kamen aus dem Osten. Im Osten gab es auch keine richtigen Popstars. Ja. Du hast ja auch gewusst, wo jeder wohnt. Wenn Frank Schöbel war irgendwie in einer Neubauwohnung, hat er da gelebt. Und da konntest du unten klingeln und sagen, ich will mal ein Autogramm. Und plötzlich waren wir Popstars, wo die sechs Mädchen, wo die gekreischt haben und sich da gar nicht wieder eingekriegt haben. Und die haben mir Haare ausgerissen und die verkauft dann für 2 Mark Stück. Echt jetzt? Und so, ja. Und das war also wirklich, du warst dann plötzlich irgendwo auf einer Sphäre und hast dich natürlich bemüht, auf dem Teppich zu bleiben, aber das fällt schwer. Wenn dir jemand sagt, du bist der Papst. Ja, du bist der Größte. Ja, du bist der Papst. Ich bin nicht der Papst, und Quatsch. Doch, du bist der Papst. Nein. Und dann nach einer Weile oder so, vielleicht so ein kleines bisschen Papst bin ich ja vielleicht doch. Und dann kommst du nach Hause und da läuft aber alles ganz normal weiter. Die Kinder müssen in die Schule und dann sitzt am Frühstückstisch und irgendwie und denkst, na, aber ich bin doch so ein bisschen Papst, bin ich doch eigentlich. Und das kann schon zu Verwirrungen führen. Das Wichtige ist nur, dass man es irgendwann erkennt und sich wieder einkriegt. Und da bin ich immer sehr dankbar, dass ich
das genießen kann, normal zu sein. Also wenn das Konzert vorbei ist und da, wie letztens Jahr beim Prinzenkonzert, da waren irgendwie 6000 Leute, die da völlig ausgerastet sind, und danach konnte ich aber relativ schnell wieder runterfahren und sagen, das ist mein Job, mein Konzert, den 6000 Leuten hat es richtig Spaß gemacht, mhm, und für die war das Allergrößte. Aber jetzt bin ich einfach wieder der Typ, gerne ein Buch liest oder mit seinem Kumpel ein Bier trinken will. Da habe ich jetzt schon mit einigen Kollegen von dir hier gesprochen, also auch Musikern. Würdest du sagen, es ist am Ende des Tages geil, wie soll ich das sagen, so eine mittlere Karriere zu machen? Dass man in Europa und in vielen Ländern toll bekannt ist und dass es gut läuft, statt so eine Weltkarriere à la Michael Jackson, wo vielleicht gar nichts mehr übrig bleibt von diesem privaten Tobias. Das ist ein bisschen der Fuchs und die Trauben mäßig. Also das weiß ich nicht. Also das glaube ich nicht. Also ich denke schon. Das geht man nicht ran, ne? Nee. Wenn es eine Weltkarriere geworden wäre, wäre es halt eine Weltkarriere geworden. Dann wäre es jetzt anders. Dann weiß ich nicht. Dann würde ich jetzt hier vielleicht mit 5 Mann Security sitzen. Ich weiß es nicht. Das kann man so nicht sagen. Also über Dinge zu reden, die hätten eventuell anders gewesen sein können, ist, glaube ich, Quatsch. Es ist so, wie es ist. Und ich bin eigentlich froh und glücklich und dankbar so, wie es läuft. Und glaube mal immer noch Dinge, die man gerne erreichen will, die man gerne machen will. Und ärgert sich über manches. Aber wie gesagt, wenn man sich der Normalität des Berufs und der Sachen, die man macht, eigentlich bewusst ist, dann kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Mhm. Also man darf nicht, also ich denke, dass man nicht sich selbst zu sehr überbewerten darf. Wenn ich nachher rausgehe, jetzt hast du ja 7 Kameras und 5 Leute, Team um mich herum, und nachher gehe ich raus auf der Straße und gehe in irgendeinen Laden und kaufe mir irgendwas, und vielleicht kommt jemand auf mich zu und sagt, Mensch, du bist doch der oder der, und vielleicht auch nicht. Und dann bin ich wieder ganz normal der Typ, und das muss man sich bewusst sein. Mhm. Stichwort Prinzen nochmal. Du hast es gerade gesagt mit Sebastian, ihr kennt euch schon ewig, ihr würdet euch auch, glaube ich, eher als Brüder bezeichnen, ne? Denn als Freunde, das sagt ihr immer in Interviews. Wie ist denn das aber mit dem Sängerwettstreit zwischen Bariton und Tenor auf der Bühne in Reihe 1, zwischen euch beiden? Gab es da jemals sowas? Einen Sängerwettstreit gibt es nicht. Wir achten schon auf eine Ausgeglichenheit bei den Konzerten. Also dass jeder ungefähr gleich viele Songs singt. Live ist auch für die Leute wichtig. Also das ist schon so, dass das viele, viele Fans einen Favoriten haben. Die einen finden Sebastian besser, die anderen nicht. Und oder die Songs. Ist wie eine Boygroup, genau, ne? Genau. Und es gibt auch ganz viele Leute, die auf Jens stehen oder die Kumpels, die Henry mögen. Und Wolfgang wird sowieso bewundert. Wolfgang Lenk, unser Arrangeur, der die ganze musikalische Arbeit leistet. Genial eigentlich. Das ist ein Obergenie. Also ich arrangiere ja auch für Orchester und so weiter, aber an Wolkes Qualität würde ich mich da nicht rantrauen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wenn ich merke, hier komme ich nicht weiter, dann muss Wolke ran und dann flehe ich ihn an, hilf mir bitte. Und da hat jeder hat so seine Aufgabe und das könnt ihr ganz gut. Das müssen wir irgendwie aushalten. Das einzige Problem, was es manchmal gibt, sind halt so eher ideologische Geschichten oder politische Geschichten, weil ich natürlich auf einer ganz anderen Seite stehe. Also es kann schon mal passieren, dass montags bei einer Demo, dass wir da bei verschiedenen Veranstaltungen zu sehen sind. Das gibt's schon. Und wie macht ihr das dann? Das macht ihr dann wie in einer guten Ehe. Man lässt sich sozusagen. Das gleicht sich durch die Musik wieder aus, weil die Songs sind ja relativ neutral. Und das ist dann wird dann durch die Neutralität der Songs wieder ausgeglichen, und wir sind am Ende sind wir ja Menschen und keine Maschinen oder keine Panzer, die aufeinander losgehen, sondern sind Menschen und jeder denkt anders. Mir ist nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass das halt nicht eine Meinung der Band ist. Also wenn ich jetzt eine politische Meinung habe und sage, ich bin eher konservativ und vernünftig und zu Ende denkend eingestellt und jetzt nicht irgendwie spontan, wir müssen jetzt mal alles verändern. Ja. Dass das meine Meinung ist und nicht die Meinung der Band, und umgekehrt ist es genauso. Also wenn sich einer von uns hinstellt und eine Meinung vertritt, ist das halt seine Privatmeinung, und wir treffen uns dann wieder und spielen die Songs, die wir alle irgendwie vertreten können. Und du hast ja auch mal gesagt, du bist lange davon ausgegangen, Unterhaltung ist Unterhaltung, aber es hat jetzt eben zunehmend auch mit Haltung zu tun. Du engagierst dich auch für die Urheberrechte, ne? In der GEMA bist du stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, ne? Ich bin stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrats der GEMA. Das heißt, wir beaufsichtigen den Vorstand. Okay. Das macht aber es ist ja sehr wichtig, ne? Es liegt ja am Herzen, dass in der jetzigen Zeit mit der Entwicklung, mit dem Streaming, die Künstler da irgendwie ein bisschen Rückenwind kriegen. Und was liegt dir da gerade? Ganz wichtige Haltung. Unterhaltung hat was mit Haltung zu tun. Findest du doof?
Haltung kenne ich noch aus meiner Zeit bei der Freien Deutschen Jugend, bei der FDJ, da hatten wir alle eine Haltung und ich kenne das auch noch aus einer Zeit, wo meine Eltern Jugendliche waren und da wurde auch sehr, sehr viel von der Haltung geredet und ich muss ehrlich sagen, eine Haltung ersetzt weder Wissen noch Können. Eine Haltung ist nichts. Eine Haltung hat man und die bedeutet nicht, dass es irgendwas Gutes sein muss. Eine Haltung kann auch was ganz, ganz, ganz Schlechtes darstellen. Also ich finde, Haltung ist ein blödes Wort. Man muss Ideale haben und Ziele und wissen, was einem wichtig ist oder was es wichtig ist oder was einem etwas bedeutet und wichtig genug ist, sich dafür stark zu machen. Und was ist das im Moment bei dir? Wofür du dich gerade engagierst? Na, Urheberrecht zum Beispiel, so die gute Idee, von der wir vorhin sprachen, das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, weil die gute Idee, die hast du entweder oder hast du nicht. Mhm. Und wenn jemand anders dir eine gute Idee klaut, dann ist das sehr, sehr schmerzhaft. Und auch es ist eigentlich schon fast kriminell. Und dagegen kämpfe ich halt. Ich kämpfe auch für die Akzeptanz der guten Idee, dass man sagt, okay, eine richtig gute Idee, die hätte ich auch gerne gehabt. Zum Beispiel das Lied Männer sind Schweine hätte ich sehr, sehr gerne geschrieben von den Ärzten. Obwohl ich jetzt nicht so ein Ärztefan bin, aber die Nummer ist einfach mal genial. Ach schön, das wollte ich dich fragen, welchen Titel du dir von jemand anders hättest gewünscht, dass es deiner gewesen wäre. Den hätte ich, Männer sind Schweine ist eine Nummer, da habe ich gedacht, als ich das zum ersten Mal im Radio gehört habe, ist das genial. Scheiße, warum ist mir das nicht eingefallen? Aber du hast so viele Ideen. Andere eigene Ideen, die zum Teil auch vielen Leuten gefallen, aber das sind so Dinge und das muss man respektieren und akzeptieren und nicht einfach sagen, hier, das ist eigentlich von mir oder ich mache jetzt mal genau sowas und mal gucken, ob ich da mich auf dem Puckel des anderen weiter bewegen kann. Du hast mal so schön gesagt, in deinem Leben ist bis 2001 jetzt nicht so sonderlich Aufregendes passiert, aber dann hast du plötzlich ein Schlagzeug entdeckt, irgendwo in Mölln, ein 76er Ludwig mit Jawohl. Stahlkesseln. Jawohl. 7 Toms. Und dann hat sich dein Leben nochmal geändert. Und du hast nochmal eine Band auf den Weg gebracht, wo du selber am Schlagzeug sitzt. Du bist in London, hast du lange gelebt und hast noch zwei andere Bands, Rougher Stone und Final Step. Worum geht's denn da? Dass du dann einfach am Schlagzeug sitzt und dieses geile Instrument spielst und dein eigenes Ding nochmal hast, neben den Prinzen? Mhm. Oder dass du da einfach in kleinen Clubs spielst, wo es nur um diesen Moment, nur um diese Musik geht und um nichts anderes, nicht um diese ganzen Charts-Postierungen und so weiter. Was ist da so dein Antrieb gewesen? Nee, der Antrieb ist, ich bin als Kind, als Dreijähriger habe ich so eine Blechtrommel geschenkt bekommen von meinen Eltern. Und da gab es in der DDR zum 1. Mai immer so Demonstrationen und die haben sich in Taucher bei Leipzig immer vor unserem Haus am Bahnhof gesammelt, diese Spielmannszüge und dann pom, 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 und haben die getrommelt und das hat mich so fasziniert. Dann bin ich da mit meiner Blechtrommel war schon die laut. Straße lang, genau. Und dann bin ich auch dann, als kein 1. Mai war, bin ich die Straße mit meiner Blechtrommel und da gab es so einen Laden von so einer Drogerie und da sind die Verkäufer rausgekommen, Ruhe mal hier draußen, du vertreibst uns die Kundschaft. Und ich habe also immer getrommelt und das war immer mein Ziel, ich wollte immer trommeln. Und das ist dann natürlich ein bisschen auf der Strecke geblieben durch die Prinzengeschichte, weil wir sind ja zu nichts gekommen. Ja. Wir waren ja 300 Tage im Jahr unterwegs und da habe ich 300 Tage gesungen und plötzlich nicht mehr getrommelt, obwohl das ja eigentlich mein Instrument war. Mhm. Und dann habe ich 2001 wieder ein bisschen Ruhe und Zeit gefunden, mir wieder so ein Schlagzeug anzuschaffen und habe gedacht, jetzt brauche ich auch eine Band drumherum und habe dann Final Step gegründet sozusagen mit Mike Kilian von Rockhaus. Mit deinem Lieblingssänger. Ja, Mike Kilian, der allergrößte Sänger Europas und auch der Welt. Und dann Christian Sorge an der Gitarre und mein P am Bass, das war also ein Traum wieder, der erfüllt worden ist. Und da will ich natürlich wieder trommeln und das machen, wofür ich eigentlich mal angetreten bin, Musik zu machen. Ich wollte eigentlich nur Schlagzeuger sein. Alles andere ist irgendwie dazugekommen. Eigentlich wollte ich immer nur Schlagzeuger sein als Kind. Und dann sind wir nach London gegangen und plötzlich habe ich da auch wieder vorgetrommelt. Nicht vorgetrommelt, sondern wir haben eine Session gemacht mit zwei Leuten, die ich nicht kannte und einen, den ich ein bisschen kannte. Gitarristen kannte ich ein bisschen. Bassist und Sänger waren Engländer, die ich nicht kannte und die fanden mich toll am Schlagzeug. Und das war ein Ritterschlag. Aber ich kannte es ja seit 1991 oder im Prinzip auch noch früher in DDR-Zeiten, wussten ja die Leute, wer ich bin in meinem Umfeld. Und das heißt, du wusstest nie genau, wenn du jetzt irgendwas vorsingst oder vorspielst und die sagen, ey, das ist toll, hängt das jetzt damit zusammen, dass sie dich also schon mal im Fernsehen gesehen haben oder ob sie sich vielleicht irgendwas versprechen, dass du Beziehungen hast und zu einer Plattenfirma und dass man dann, der ist zwar nicht so besonders, aber der kann uns vielleicht einen Deal verschaffen oder so. Und da habe ich einfach nur gespielt. Da warst du pur. Und da war ich einfach nur getrommelt und da war einfach nur meine Leistung sozusagen, mein Musikersein wurde plötzlich anerkannt. Und das fand ich so geil. Das war ungewohnt plötzlich, dass jemand mich einfach nur als
als Trommler gut fand. Und da habe ich gedacht, ja, das ist schön, das will ich. Und dann bist du natürlich, wenn du da mit Engländern zusammenarbeitest und eine andere Sprache sprichst und plötzlich die Welt offen ist, ich würde schon ganz gerne mal auf so einem Open Air, auf so einem Rock am Ring trommeln oder bei Glastonbury und hätte auch schon gerne mal einen Welthit. Cool, also sind wir jetzt noch schon wieder bei den Träumen, bei den nächsten? Das ist nicht so, dass ich da jetzt sagen würde, nein, ich möchte nur einen ganz kleinen Club, maximal 50 Leute dürfen mir zuhören. Nee. Ich will nur den direkten Kontakt zum Publikum. Nee, das ist auch schön, das macht auch Spaß. Das macht ja auch Spaß, das ist ja auch super und das mache ich auch gerne und bin ich mir auch nicht so schade dafür, aber ich habe nichts dagegen. Aber die Weltkarriere und den Radiojob, den nehmen wir auch. Genau, richtig. Und dann hast du aber bei Final Step, war das, glaube ich, habt ihr dann, als ihr eure Idee hattet und du hattest endlich den Mike überredet bei Genug Bier, dass er da mitmacht, dann habt ihr tatsächlich, stimmt das, seid ihr im Baumarkt und habt euch noch selber die Requisiten für die Bühne dann zusammen gezimmert. Obwohl, ich habe das vorhin so verstanden, dass du handwerklich jetzt gar nicht so weit vorne bist. Das machen wir immer. Wir überlegen immer, was passen könnte und dann fahren wir zum Baumarkt und gucken. Wir haben zum Beispiel mal die Erfolgstour gemacht mit Final Step und da brauchten wir auf der Bühne, haben gesagt, das ist eigentlich so ein goldenes Klo, müsste da auf der Bühne sein. Ein goldenes Klo? Ja, ein goldenes Klo. Dann sind wir zum Baumarkt gefahren, da gab es auch nur diese normalen Becken und dann sind wir mit dem Toilettenbecken sozusagen im Einkaufswagen, sind wir dann zur Farbabteilung und gesagt, ob er uns eine Goldfarbe empfehlen kann, die auf Porzellan hält. Und dann hat das Becken gesehen, da wusste also ganz genau, was wir vorhaben. Und dann ist dann die Farbe empfohlen, die haben wir dann selbst bestrichen. Und dann sind die Gäste auf der Bühne, die mussten dann auf dem goldenen Klo Platz nehmen und sagen, ihr habt es geschafft, ihr seid jetzt, also erst müssen die Erfolgsleiter hochklettern und dann sich auf das... Gibt es das noch, das goldene Klo? Nein, das haben wir dann beim letzten Konzert einem kleinen Jungen geschenkt. Da war so ein Fan, der war vielleicht 11 oder 12 und da war auch Schlagzeuger und wollte Trommelstücke haben und dann, was passiert denn damit? Und da hat der Papa dann gefragt, ob er das Klobecken, und haben gesagt, ja, er kann das mit nach Hause nehmen und das, weiß nicht, was er damit gemacht hat. Das ist ja süß, was du alles machst. Und sag mal noch was ganz anderes, du hast ja auch mal gemeint, du bist ja auch ausgebildeter Sänger, neben dem Schlagzeug studiert. Das ist gar nicht so einfach, auch die Stimme muss ja immer trainiert werden. Das heißt, man erwischt dich jetzt, wenn du nicht gerade goldene Toilettendeckel für die Bühne baust, auch wirklich bei klassischen Stimmübungen. Porzellan. Deckel, das ist ja Kinderkraft. Das wird ja in der Schule gemacht. Erwischt man dich zu Hause auch richtig bei klassischen Stimmübungen? Mi und so? Ich singe sehr viel. Ich singe jeden Tag und ich habe so ein Blubberschlauch, nennt sich das. Das ist sehr empfehlenswert. Das ist eine Flasche und da ist ein Schlauch drin und da kann man, das kann man sich auch selbst basteln. Und dann du meinst aber nicht, das jetzt zum Rauchen, sondern... Nee, geraucht habe ich nie. Ich habe nie geraucht, bin ich auch sehr glücklich. Auch keine Bon. Nichts, gar nichts. Ich habe nie geraucht, habe ich nie. Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Ja. Bin ich sehr dankbar dafür, dass das irgendwie das Schicksal mir das irgendwie erspart hat. Nie aus dem Blubberschlauch. Und da puste ich dann rein und singe jeden Tag und mache dann schon meine schon Sachen. Ich trommle auch jeden Tag, und dass die Gelenke locker bleiben. Deine Frau ist Schriftstellerin mit ganz, ganz tollen Büchern, die ich auch zu Hause habe. Ja. Wie geht denn das? Sie sitzt dort und schreibt Bücher auf der einen Seite der Wohnung oder des Hauses und du machst dann dort deine Blubberübungen und Schlagzeug. Das passt audiomäßig für mich gerade nicht so zusammen. Also wir haben jetzt aufgrund des großen Erfolges, habe ich mir ein eigenes Studio leisten können. Und du kannst dich ins Studio verziehen. Das war auch so ein Traum. Also das war auch so, in der DDR war es so, da musste ich immer, wenn ich irgendwas produzieren wollte, erstmal jemanden vom Rundfunk finden, der sagte, ja, so ein schönes Lied, das machen wir, und dann musste ich ein Studio finden. Und dann hast du Zeiten bekommen, wann du rein kannst, und ich wollte da einfach unabhängig sein. Und da habe ich mir als erstes nicht ein dickes Auto gekauft, sondern gesagt, ich möchte gerne ein eigenes Studio haben, wo ich jederzeit rein und raus kann, wo ich machen kann, was ich will. Und dann musste ich auch viel lernen noch, gerade die ganze Technik und das Pult bedienen und so weiter. Das war noch analog damals. Und habe das alles gelernt und habe dann diese Unabhängigkeit, und da kann ich mich austoben im Studio. Da tobst du dich auch aus, produzierst auch andere, du machst tolle Hörspiele, Monika, die kleine Schnecke, was sehe ich da auch schreibt. Was deine Frau auch schreibt. Sag mal, wenn du jetzt nochmal 18 wärst und jetzt nochmal mit Musik starten würdest, in dem Umfeld hier gerade, was würdest du für Musik machen? Ich würde das Gleiche. Schlagzeug und Rockmusik. Ich würde mit Gitarren und Keyboards, mit viel Gitarren und hohen Stimmen, laute, wilde Rockmusik machen. Okay. Und wenn jetzt dein Haus brennen würde und du könntest noch ganz schnell 3 Platten retten von deinen Idolen und dem, was du vielleicht so über die Jahre selber angesammelt hast, was würdest du mitnehmen? Also nur Platten. Worauf stehst du? Also ich würde mir auf jeden Fall meine Lieblingsband aus der Kindheit, irgendwas von Emerson, Lake & Palmer, würde ich mir mitnehmen. Was von Queen auf jeden Fall auch. Wahrscheinlich das Live-Album, Live Killers. Weil wir damals kannten nur die Studioplatten von Queen, und plötzlich kam das Live-Album und wir haben das nicht vorstellen können, dass das live funktioniert, weil diese ganzen Chöre und diese ganze Überproduktion, und das ist dann so abgegangen, dieses Live-Album, da waren wir sehr,
sehr beeindruckend. Dann wird es schwer. Dann wird es eng. Dann wird es eng. Mit der dritten wird es eng. Das wäre so ein Sampler. ein Sampler, also mit einer Wert drauf. Irgendwas von The Who auf jeden Fall. Irgendwas von Deep Purple wahrscheinlich auch. Und eigentlich müsste ich noch Jesus Christ Superstar mitnehmen. Ja, also vier Platten. Ich würde eine verstecken. Also ich würde drei Platten offiziell. Okay, dann würdest du noch. Und eine so hinten. Ich würde meinen Rücken ein bisschen breiter machen. Das wäre dann Jesus Christ Superstar. Und weil du es gerade ansprichst, man erlebt dich demnächst auch wieder auf der Bühne. Ach so, ja, kannst stimmt. Kannst du da nochmal sagen, wann und wo? ich hab eine Anfrage bekommen, ob ich bei einem Musical mitspielen möchte. Also kein Schreiben diesmal, sondern als Darsteller auf der Bühne stehen möchte. Die Addams Family. Mhm. Ich bin allerdings nicht das Händchen, wie das jeder sagt, und ich bin auch nicht Onkel Fester, sondern ich bin ins Charakterfach gewechselt. Der Schwiegervater, der künftige Schwiegervater von Wednesday, also ein ganz normaler Bürger. Bist du schon in der Schwiegervaterrolle? Aus dem Nachbardorf. Ich bin jetzt schon der Schwiegervater geworden. Aus dem Nachbardorf, Mel Beinecker heißt der aber im Grunde seines Herzens auch ein ganz Wilder ist. Und dazu verwandelt er sich dann in dem Stück, aber er fängt so ganz... ganz steif. Okay. Und ansonsten kann man natürlich auch die Prinzen verfolgen. Ihr seid ja auf Tour, ne? Bis November noch. Genau. Wie war das? 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte, obwohl das mit den 30 bestimmt untertrieben ist, ne? Bestimmt mehr Hits und auch mehr Jahre. Ja, wir spielen 30 Songs. Wir spielen tatsächlich 30 Songs und sind in 30 Städten unterwegs. Habt ihr noch die Chance? Und mit welchem Lebensmotto könntest du uns jetzt heute entlassen? Gibt es da eins, was du selber hast? Oder so einen Schlachtspruch, so einen Schlachtruf, der dich immer ganz gut durchs Leben bringt? Ich habe mal gesagt, irgendwie immer glücklich, nie zufrieden. Aber das ist eigentlich Quatsch. Ich bin ja auch mal zufrieden zwischendurch. Denkt bis zu Ende. Versucht bitte immer bis zu Ende zu denken. Bei allem, was er tut und was er macht. Das ist heutzutage ganz wichtig. Ich hätte normalerweise, also Liebe und Vernunft sind die wichtigsten Eckpfeiler meines Denkens. Liebe und Vernunft finde ich ganz wichtig. Aber im Moment ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass so gut wie nicht mehr bis zu Ende gedacht wird. Und das sollte wieder kultiviert werden. Das lassen wir so stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch mit dir, Tobias. Hat sehr viel Freude bereitet.